Kärnten hat gewählt, der große Wahlverlierer heißt SPÖ. Die Sozialdemokraten, die bleiben zwar stärkste Partei, haben mit 39% und einem Verlust von 9 Prozentpunkten ihr Wahlziel klar verfehlt. Ja, klarer Wahlsieger ist der Regierungspartner ÖVP mit 17%. An Stimmen zulegen konnte auch die FPÖ und das Team Kärnten. Und zur Analyse dieses Wahlergebnisses darf ich jetzt bei mir begrüßen Medienmanager und Politkenner Hans Mahr. Herzlich willkommen. Ja, mit einem leichten Minus für die SPÖ hat man ja gerechnet. Geworden ist es jetzt doch ein saftigeres Minus. Nicht mal mehr 40% schafft Peter Kaisers SPÖ in Kärnten. Und das, obwohl er eigentlich als Landeshauptmann laut Experten eine sehr gute Arbeit gemacht hat. Wurde Kaiser jetzt bei der Wahl für etwas abgestraft, wofür er gar nichts kann? Ja, man kann es zusammenfassen. Es haben eigentlich alle gewonnen, außer der SPÖ, die hat rasend verloren. Und natürlich wurde er nicht persönlich abgestraft, sondern es ist eine Dämmerung der Landeshauptleute. Das hat man gesehen in Tirol, das hat man gesehen in Niederösterreich, das sah man gestern auch in Kärnten. Und es kommt dann dazu ein Bundestrend, der für ihn nicht günstig war. Also einige Tendenzen, die da natürlich mitspielen. Sie haben es gerade angesprochen, zum dritten Mal in Folge hat die Partei des Landeshauptmannes bzw. der Landeshauptfrau jetzt mehr als 9 Prozentpunkte verloren. Ist das jetzt generell eine Abrechnung mit den Mächtigen? Ja, genau. Also dass diejenigen, die an der Macht sind, die alles dominieren, die Landesfürsten, wie man auch einmal gesagt hat, also diese Zeit ist vorbei und es gibt mehr Parteien, es gibt mehr Kritik und es wird alles in Frage gestellt von den Wählern und darunter leiden die, die oben an der Spitze stehen, am meisten. Aber natürlich ist das Ganze verstärkt worden durch eine Performance der SPÖ bundesweit und das hängt natürlich an der Spitzenfrau, an der Parteivorsitzenden, an Pamela Wendi-Wagner, die halt nicht diese durchschlagenden Erfolge einfahren kann, die ein Oppositionsführer, eine Oppositionsführerin eigentlich in Zeiten wie diesen haben müsste. Mhm. Darüber sprechen wir dann auch noch später im Detail. Kommen wir jetzt zu diesen Grafiken nochmal. Die FPÖ, die stagniert mit einem leichten Plus bei 24,6%. Die FPÖ, die hatte ja in Kärnten mit Team Kärnten und mit Vision Österreich zwei andere Parteien noch, die im gleichen Wählerpool gefischt haben. Aber theoretisch wäre da mehr drin gewesen für die FPÖ? Nein, natürlich nicht. Das ist kein gutes Ergebnis für die FPÖ. Aber man muss auch sehen, dass alles zusammen an die fast 13% an ähnliche Parteien gegangen sind. Und das hat natürlich, die haben im Teich der FPÖ gefischt und das hat ja natürlich geschadet. Und ich bin nicht sicher, ob das forsche Auftreten des Herbert Kickl in Kärnten, wo man sich eher gemeinsam verständigt und wo man eher vertrauensvoll miteinander arbeitet, ob das wirklich geholfen hat. Ich glaube, es hat eher geschadet. Dieses Prozentsatz, die plus 1,6%, ist natürlich viel zu wenig, um den Erfolgstrend der FPÖ fortzusetzen. Mhm. Also meinen Sie, FPÖ in Kärnten hätte ohne Kickl bessere Chancen gehabt vielleicht? Ich glaube, dass er durch sein Auftreten, dass er nicht noch gerettet hat, was zu retten war, wie was andere behaupten. Ich glaube, dass die Medaille oder wenn man will, das Glas nicht halb voll, sondern halb leer ist, dass er durch dieses Auftreten auch noch geschadet hat. Mhm. Kommen wir zu dem überraschenden Ergebnis der ÖVP. Ein überraschend gutes Ergebnis war es zumindest. Umfragen sahen Sie ja schon sogar im einstelligen Bereich geworden, sind es jetzt 17%. Wie erklären Sie sich denn dieses Plus, mit dem man ja offenbar selbst wahrscheinlich in den eigenen Reihen gar nicht gerechnet hat? Na, erstens einmal haben wir alle gemeinsam den Herrn Gruber unterschätzt, Parteichef in Kärnten, der ein sehr ruhiger, ein sehr zurückhaltender Mann ist, der mit Ausnahme seines Bärenwahlkampfes, da gab es so Videos auf TikTok, wo er sich als Gruber gezeigt hat, mit Ausnahme dieser Sachen gab es eigentlich nicht viel von ihm, aber er hatte ein Thema und das war der Flughafen. Der Flughafen, der wieder privatisiert worden ist und nun wieder zurückgekauft werden sollte. Das war ein Thema, das die Klagenfurter und die ganze
Kärntner ein bisschen mehr bewegt haben als wir, die wir in Wien sitzen, das eigentlich vermutet haben. Es kam natürlich überraschend, dass er so abgeschnitten hat, weil prognostiziert, Sie haben es gerade gesagt, war eher das Gegenteil. Der Bundeskanzler ist ja doch noch spät nachts, also nach Kärnten gefahren, um endlich wieder mal zu feiern. Es hat ja nicht viel zu feiern gegeben, also in den letzten Jahren für den Nehammer, seitdem er angetreten ist. Er war so schnell unten, dass er nicht einmal rasieren hatte können, wie wir vorher gesehen haben in dem Beitrag. Also da gab es für ihn etwas zu feiern. Ob das von anhaltendem Nachhaltigkeit ist, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Mhm. Sie haben es jetzt auch gerade sehr gut angesprochen. Es war eigentlich der erste richtige Erfolg eines Kanzlers Karl Nehammer in seiner Amtskarriere bisher. Ja, das kann man so sagen. Und das ist durchaus etwas, was er feiern darf. Aber man darf ja die Zahlen auch nicht vergessen. Wir reden also von 17%, die ÖVP dort hat. Also noch weniger, als sie derzeit im Bundesschnitt hat. Also feiern ja, aber warten wir Salzburg ab, ob es da auch was zu feiern gibt. Ja, diese Woche ist ja die Rede von Kanzler Karl Nehammer zur Zukunft der Nation angekündigt. Und Sie haben es gerade angesprochen, ob das jetzt wirklich eine nachhaltige Trendwende auf Bundesebene ist, das kann man jetzt natürlich hinterfragen. Ja, wir werden es in Salzburg sehen. Es sind ja nur mehr, was sind das, 7 Wochen? 7 Wochen, nicht einmal 50 Tage. Dann wird man sehen, wie schneidet der Landeshauptmann Haslauer ab. Für den gilt dasselbe wie für alle entzauberten Landeshauptleute. Der wird es schwer haben. Da wird der Nehammer wahrscheinlich nicht mehr so viel zu feiern kommen. Also muss er das eine Mal ausnützen, wenn es dazu auch die Ergebnisse, die notwendigen, gibt. Mhm. Ja, und kommen wir zum Team Kärnten. Gerhard Köfer vom Team Kärnten, der freut sich da über ein Plus und kommt ja auf 10%. Er hat die stärksten Zugewinne und er selbst spielt auch immer wieder ja mit diesen Vergleichen von Jörg Haider, also dass er der Typ Jörg Haider wäre, kam offenbar dann bei den Kärntnern doch gut an. Ja, der Köfer ist also mit Ausnahme des Landeshauptmanns der längst dienende Politiker, der gestern gewählt werden konnte. Also der hat schon ein Standing, ein gewisses Art. Ist natürlich überall gewesen, war bei der SPÖ, ging dann zum Team Straunach. Jetzt hat er seine eigene Partei und seine 10% sind sehr beachtlich. Das ist ungefähr das, was etwa auch die Liste Fritz in Tirol bekommen hat. Also diese unangepassten Listen, die werden jetzt immer mehr Mode werden. Das ist auch eine Art von Protestpartei, nicht? Mhm. Und die setzt sich heute durch auf Kosten eben entweder der Führenden, der Landeshauptleute oder wie in diesem Fall auf Kosten der FPÖ, die ja ebenfalls versucht, die Proteste aufzufangen. Mhm. Und zu guter Letzt die Grünen und die Neos, die schafften nicht einmal die 5%-Hürde. Also kein Ergebnis, mit dem man eigentlich zufrieden sein könnte wahrscheinlich. Nein, also die Grünen haben ein Tief jetzt ganz österreichweit. Man wird sehen, auch hier in Salzburg, wie das weitergeht. Da haben wir auch gerade einen Bericht gesehen. Da hofft man natürlich, wenn man dort in einer anderen Position ist, nicht so wie in Kärnten eigentlich unter ferner Liefen, dass man sich einigermaßen halten kann. Aber das hat natürlich viel zu tun auch mit der Position der Grünen in der Regierung. Das ist eine Bundesgeschichte. Dort werden sie mehr oder weniger von der ÖVP in Geiselhaft genommen. Und da bleibt nicht viel übrig, nicht? Und das merken halt auch die Menschen. Und dann gibt es halt weniger Stimmen für die Grünen. Und wenn man jetzt auf die Koalitionsvarianten blickt, dann gibt es ja einige Möglichkeiten. Möglich wäre SPÖ, ÖVP, dann wäre noch möglich SPÖ, FPÖ, SPÖ, Team Kärnten wäre theoretisch auch möglich oder eben eine Dreierkoalition aus FPÖ, ÖVP und Team Kärnten. Was halten Sie denn jetzt für die wahrscheinlichste Variante? Die wahrscheinlichste Variante ist natürlich die Fortsetzung der bisherigen Koalition. Da wird der Landeshauptmann Kaiser aber natürlich einiges abgeben müssen an die ÖVP, die erstarkt ist und neue Forderungen stellen wird. Da wird es vor allem auch um den Flughafen gehen, da wird es aber auch um Kompetenzen gehen innerhalb der Landesregierung. Aber ich denke schon, dass man sich da wieder einigen wird, denn auch persönlich gibt es ein sehr gutes Verhältnis zwischen den beiden, das hat man gesehen, ganz zum Unterschied also von Kaiser
und dem Köfer, dem Team Kärnten-Köfer. Da hat man auch gestern schon gesehen bei den ersten Stellungnahmen, bei der Diskussion dieser Spitzenkandidaten, dass zwischen Kaiser und Köfer eigentlich nichts funktioniert. Das kann man, glaube ich, mehr oder weniger abhaken und abschreiben. Es ist natürlich möglich, dass die SPÖ auch mit der FPÖ in Koalitionsverhandlungen tritt. Man darf nicht vergessen, der Landeshauptmann Kaiser hat keine der Parteien ausgeschlossen, auch nicht die FPÖ. Das ist für einen SPÖ-Spitzenmann etwas Außergewöhnliches. Alle anderen haben das mehr oder weniger immer ausgeschlossen. Und wenn er sagt, wir können mit der FPÖ, dann hat das auch Bedeutung, denn er war ja auch derjenige, der diesen Wertekatalog erstellt hat, gemeinsam mit dem burgenländischen Landeshauptmann Doskozil, wann man mit der FPÖ auch eine Koalition eingehen kann. Also wenn er sagt, das ist soweit, dann ist es glaubwürdig und daher kann er es auch tun. Ob das wirklich so kommt, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Aber wenn die ÖVP sozusagen zu stark auftrumpft, dann hat der Kaiser immer noch die Möglichkeit, mit der FPÖ dagegen zu halten. Und diese besagte Dreierkoalition, also FPÖ, ÖVP und Team Kärnten gegen Kaiser, wäre das möglich, dass die FPÖ gemeinsam mit den Schwarzen was macht? Ja, möglich wäre es natürlich, aber sehr unwahrscheinlich. Nicht? Das passt auch überhaupt nicht in die Strategie der FPÖ und vor allem des Herbert Kickl, der ja natürlich bei der ÖVP fischen will, die Stimmen von der FPÖ bekriegen will, der die ÖVP als Gegner Nummer eins identifiziert hat und dass man dann mit dem Gegner Nummer eins in einem Bundesland dann in die Koalition geht, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln und vor allem auch, wie bekommt man das Team Kärnten und den Köfer dann noch hinein. Also das ist so kompliziert, dass ich das eher nicht vermute. Blicken wir auch auf die Bundesebene. Rückenwind natürlich für Peter Kaiser sah anders aus. Eine dahin köchelnde Führungsdiskussion, die lässt die Partei eben seit Wochen nicht mehr aus der Defensive kommen. Kärnten ist jetzt die zweite SPÖ-Niederlage in der Folge. Nächstes Jahr im Herbst sind dann Nationalratswahlen. Muss sich die Partei bis dahin neu aufstellen? Glaube ich, bis dahin ist zu spät. Es hat heute Nacht, so viel ich gehört habe, noch einige hektische Telefonate gegeben zwischen den Verantwortlichen und den Mächtigen in der SPÖ. Man hat sich darauf geeinigt, dass man alle Diskussionen ruhen lässt bis zur Salzburger Wahl. Die Salzburger Wahl ist ja im April, Ende April. Das sind, wie gesagt, wie vorher schon gesagt, sind das 7 Wochen. Das ist eine Schonfrist für Randy Wagner, 5 Wochen, 7 Wochen Schonfrist. Und nach der Salzburger Wahl, so hat man sich darauf geeinigt, wird man inhaltlich einmal diskutieren, was muss die SPÖ inhaltlich tun, denn man kann sich heute fragen, wofür steht denn diese SPÖ eigentlich, gerade in dem neuen Gemisch, das es gibt? Und zweitens, wer soll das auch nach außen vertreten? Bleibt Randy Wagner oder nicht? Und da ist eigentlich relativ klar heute schon, dass auf die Dauer die SPÖ mit Randy Wagner sicherlich nicht in eine Nationalratswahl gehen wird, die sie mit ihr, so vermuten alle, verlieren könnte. Das bedeutet, nach der Salzburg-Wahl wird es dann vermutlich für Pamela Randy Wagner eng werden. Das kann man so sehen. Und außer es gibt tatsächlich also einen Bauchaufschwung der SPÖ. Deren Landesparteichef Ecker hat ja heute in der Nacht schon im Interview gesagt, also er glaubt, er kann den ganzen Trend umdrehen. Er wird also hier Paroli bieten. Umfragen sagen ihm voraus, dass er 1-2% gewinnen kann. Was auch nicht aufregend ist für eine Partei, die einmal den Landeshauptmann gestellt hat, die Landeshauptfrau gestellt hat in Salzburg. Aber man muss dieses Ergebnis abwarten und dann wird also wirklich alles auf den Tisch gelegt. Und ja, das wird dann spannend, nicht nur innerhalb der SPÖ, sondern auch für uns Journalisten, wenn wir das mitverfolgen können. Und wer, denken Sie, wird hier dann die Nachfolge antreten können? Es ist ja auch durchaus bekannt, dass ein Hans-Peter Doskozil über das Burgenland hinaus eine Karriereplanung verfolgt. Wäre er der potenzielle nächste Kandidat? Na, er möchte es zumindest werden, nicht? Also ich gehe davon aus, dass es nicht so sein wird, dass sozusagen ohne Widerstand Doskozil an die Spitze gehen kann. Da wird es einen Spitzenkandidaten oder eine Spitzenkandidatin geben. Also entweder er tritt an gegen Randy Wagner, die noch einmal gestärkt wird von den Großen, etwa von Wiener Bürgermeister Ludwig oder vom Kaiser, die alle noch
hinter ihr stehen. Oder es wird einen anderen Kandidaten geben, dadurch, dass Doskozil eigentlich überall in der SPÖ angeeckt ist, in den letzten Jahren vermieden hat, bei irgendwelchen Veranstaltungen teilzunehmen innerhalb der SPÖ, gibt es auch durchaus eine ganz starke Anti-Doskozil-Stimmung. Und da wird jemand anderer auch in Front gebracht werden gegen ihn. Also allein sozusagen auf Samtpfoten an die Spitze, das wird es nicht geben. Mhm, Sie haben es jetzt gerade auch angesprochen, die Menschen lieben den Verrat. Da gibt es diesen Spruch, aber sie lieben nicht den Verräter. Die Frage ist dann, ob der permanent dann zündelt, ja auch in der Partei ausreichend viele Landeshauptleute hinter sich haben wird oder ob dann vielleicht doch sogar ein lachender Dritter vorkommt. Ich glaube, das war damals bei Alfred Gusenbauer auch so. Ob es vielleicht dann einen lachenden Dritten geben wird, wäre das möglich? Ja, selbstverständlich. Wie ich schon vorher gesagt habe, es wird nicht einen Doskozil allein geben. Entweder Dritter gegen Randy Wagner an oder alle die gegen dass die Übernahme durch Doskozil sind, finden einen anderen oder eine andere. Jedenfalls wird das nicht sozusagen glimpflich verlaufen und ein Takeover über Nacht, das gibt es bei der SPÖ nicht, das wird schon noch ordentlich ausgekämpft werden. Mhm. Die Macht von Hans-Peter Doskozil im Burgenland, die ist ja eigentlich einzementiert. Wäre es denn nicht auch überspitzt gesagt politischer Selbstmord, sich jetzt wieder in die Bundespolitik zu geben, wo ja doch dann die Halbwertszeit eines Kanzlers oder eines Parteiführers natürlich viel kürzer ist als jene von einem Landeshauptmann? Ja, das muss man den Doskozil fragen, nicht? Also warum er das wirklich will. Auf der einen Seite gibt es natürlich eine Agenda, die er hat, gibt es also Themen, die er hat im Bereich der Zuwanderung, Migration, aber auch im Bereich, wie kann ich den Menschen helfen, die Krise, die jetzige, zu überstehen. Krise im Energiebereich, im Mietbereich, im Wohnbereich und so weiter. Da hat er schon einige Ideen durchgesetzt in Burgenland, von denen er glaubt, die müsste man bundesweit, österreichweit ausdehnen. Das ist das eine, das ist seine Agenda und ich glaube, dass er genug Ehrgeiz besitzt, durchaus auch an der Spitze des österreichischen Staates zu stehen und daher soll man nicht unterschätzen, dass das Burgenland doch ein bisschen kleiner ist als ganz Österreich. Mhm. Aber die FPÖ, die müsste sich dann wahrscheinlich auch wieder ein bisschen wärmer anziehen, wenn ein Hans-Peter Doskozil da... Das ist das, was Doskozil sagt, aber alles das ist ein bisschen Spekulation. Ich glaube, wir werden da noch einige Überraschungen überleben. Und am 23. April dann vielleicht die nächste Überraschung. Derzeit gibt es eine Dirndl-Koalition aus ÖVP, Grüne und Neos. Die wackelt aber. Wie denken Sie, könnte es jetzt in Salzburg weitergehen? Sind das jetzt schon Vorzeichen gewesen aus Kärnten oder könnte es dann wieder total anders werden in Salzburg? In Salzburg wird neu gewürfelt, neu zusammengestellt. Noch eine Dirndl-Koalition kann ich mir nicht vorstellen, aber ausschließen kann man das natürlich auch nicht. Wenn tatsächlich die SPÖ dort sich einigermaßen hält, dann ist es möglich, dass der Haslauer, der durchaus in einer großen Koalition, damals großen Koalition genannt, heute ist das ja nicht mehr groß, was die beiden darstellen, die beiden Parteien, wieder das versuchen wollen. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass es eine ÖVP-SPÖ-Koalition wieder geben könnte. Das könnte sich ausgehen, aber man wird sehen. Die Schwierigkeit mit Dreierkoalitionen, vor allem von so verschiedenartigen Parteien, ist sicherlich groß und nicht angenehm zum Regieren. Und da wird sich der Haslauer vielleicht auch denken, wenn er ordentlich vielleicht verlieren wird, so wie alle anderen Landeshauptleute auch. Nur ist man das dann schon gewohnt, dann wird es nicht mehr so viel verwundern. Ja, dann wird er vielleicht den einfacheren Partner, und das wäre in dem Fall die SPÖ, nehmen und sagen, okay, dann machen wir das und dann erspare ich mir das ganze Theater mit diesen zwei anderen Parteien und die Zusammenarbeit mit der SPÖ ist vielleicht viel leichter. Mhm. Ja, vielen Dank für Ihre Expertise, Herr Mahr. Danke Ihnen. Boom, 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 boom.